Und Blavatsky war natürlich sehr traurig, natürlich emotionales Wesen, dass sie am Schluss praktisch darunter zusammengebrochen ist. Das lehrt uns aber auch das Buch des Lichts, dass also viele, die auch weltliche Herrscher, die plötzlich großen Erfolg haben, es wird ihnen alles genommen. Alles wird genommen. Die Wesenheit wird gereinigt von der Beschmutzung, damit sie später wieder, sagen wir mal, neu arbeiten kann. Und die Blavatsky war natürlich traurig darüber, dass ihre treuesten Freunde, die einstigen Freunde, plötzlich alle sie verlassen haben. Und das lehrt ja auch das Buch des Lichts. Das ist ein Training für die Monade, sich überhaupt nicht an irgendwelche irdischen Dinge zu orientieren, ob einer nun zustimmt oder abstimmt, sondern den Weg zu gehen. Ja? Und ja, also die haben die Blavatsky als Lügner und Heuchler hingestellt. In einem Brief, ich glaube im Oktober 1882, hat Kurt Homi an Synnett geschrieben, dass das eine Ungeheuerlichkeit ist, dass man Blavatsky des Betrugs beschuldigt. Ja, aber dass es auch zum Teil ihr Karma ist. Und man kann sagen, dass sie eben, das haben ja auch die Meister geschrieben, meine Lieben, eine kindliche Natur gehabt. Aber es war keine andere zur Verfügung. Ja? Und die haben auch geschrieben, dass sie manchmal protestiert haben. Aber sie haben es auch manchmal durchgehen lassen. Ihr müsst wissen, meine Lieben, dass das, was Blavatsky gemacht hat, erfordert einen großen Aufwand von Qi, also auch von Lebensenergie, um da mit der Astralmaterie umzugehen. Und der Körper wird natürlich hin und her geschüttelt. Und die Blavatsky hat zum Beispiel auch geraucht, ne, manchmal auch getrunken. Aber sie hat gesagt, wenn ich nicht rauche, kann ich diesen wackeligen Körper nicht zusammenhalten. Da geht der physische weg. Die Meister hatten ihr schon mal angeboten, Astralen zu geben und so weiter. Es ist in der Tat so, wenn einer niedrigen Blutdruck hat und das Herz da fast stillsteht, wenn er raucht oder sie raucht, dann ziehen sich die Arterien zusammen, der Blutdruck wird erhöht und der Körper noch etwas physisch. Das heißt, sie kann dann auf der physischen Ebene noch das weitergeben, was ihr von der mentalen und astralen weitergegeben wird. Ja, und sie hatte natürlich, das haben die Meister auch gesagt, ein impulsives, erregbares Temperament gehabt. Eigentlich alles Dinge, die nicht gut sind, um diese Sache zu schreiben. Und da kann man auch daran sehen, sowas sachlich Geniales und Perfektes wie die Geheimlehre hätte eine Blavatsky selber nicht zusammengekriegt. Die hätte vielleicht einen emotionalen Roman schreiben können, ja. Aber nicht das, diese klare Sache. Ja? Man hat Unwahrheiten über sie verbreitet. Alles Karma, meine Lieben. Ja? Franz Hartmann war einer ihrer, sagen wir mal, auch Bewunderer und hat gesagt, sie war nie in der Lage, auch nur den kleinsten Betrug zu machen. Ja? Sie war wie ein Kind. So, sie war auf keinen Fall ein Scharlatan, sagen die meisten, die sie gekannt haben. Die Meister haben ganz klar zu Synnett gesagt, dass die Blavatsky persönliche Mängel hat. Aber eine außergewöhnliche, schreiben sie, und wunderbare Ausstattung. Was ist diese Ausstattung, meine Lieben? Durch und durch selbstlos. Die wollte nichts für sich, aber natürlich irgendwie, wenn sie feststellen musste, dass alle ihre Freunde sie verlassen hatten und so, und sie hatte einen shaky Astrobody, also einen sehr verletzlichen Astralkörper, dann hat sie das natürlich emotional bewegt. Und es gibt Beweise für die okkulten Phänomene, die Blavatsky bei spiritistischen Sitzungen gemacht hat, die sie lieber nicht hätte machen sollen. Und unter anderem bei den Schriften von Daniel Caldwell kann man das nachlesen.
Und nun sagt man, naja, waren das diese Kräfte unter ihrem Willen oder waren das Medien, irgendwelche Sachen, ja? Gut, da kann man jetzt hinterher alles Mögliche bezweifeln. Die von Blavatsky geführten Phänomene mit den Mahatmas sind nach Überzeugung vieler und auch meiner sind kein Problem, sind echt. Ja? Und der Betrug, den man ihr unterstellt, den hat sie nicht begangen. Aber gut, sehen wir weiter. Zum Beispiel die okkulten Phänomene. Da hat man sich natürlich eingehakt, meine Lieben. Oh, die Okkulten. Guck mal da, die ist vom Teufel. Da hat man natürlich Beweise verlangt, die dort nicht gegeben wurden. Die hat ja nicht dort Sachen gemacht, und jetzt können Sie mich mal links und rechts untersuchen und vorne und hinten, ob da Fäden sind, die ich gezogen habe oder irgendwas, ja. Aber man hat sie beschuldigt. Betrug, Intrigen. Und hat gesagt, einige mögen echt gewesen sein, andere nicht. Hätte sie das ganze Zeugs nicht gemacht, wäre es besser für sie und die Lehre gewesen, ja? Also, und dann sagt sie, der Meister hat mich astral besucht, ja? Die Kritiker sagen, wo ist der Beweis? Vielleicht war es Ranveer Singh. Von dem, der es genommen hat, diese Figur, sagt man, der hat auch okkulte Kräfte gehabt. Sagt, wo ist Meister Moria? Und diese Narren verstehen natürlich nicht. Nur weil man einen Meister nicht glaubt, zeigt er sich nicht. Sagt, hallo, hier bin ich. Sie haben es doch gerade bezweifelt. Ja? Dann gab es Schriftsachverständige. Die Briefe. Die manchmal von den Meistern selber aus Astral manifestiert wurden, manchmal von einem Chela, wie wir gehört haben. Da war es manchmal nicht so gelungen. Und oft unter Diktat, also hat man Astral Blavatsky diktiert und sie hat dann vom Mental Astralkörper runtergeschrieben auf das Papier. Und das ist im britischen Museum, ja. Das sagt man, ja, das ist von einer anderen Hand als Blavatsky geschrieben. Es gibt Leute von der Gesellschaft für psychische Forschung, zum Beispiel Richard Hodgkin, Hodgson heißt er, die ganz überzeugt sind, Blavatsky hat die Mahatma-Buchstaben geschrieben, aber vielleicht auf Diktat. Ja? So, dann kommen andere Schriftsachverständige zum Schluss. Blavatsky hat die Meisterbriefe, zum Beispiel Kurt Homi, nicht geschrieben. Und das geht alles mit Schriftproben, wird das dann bewiesen oder man will es beweisen. Ja? So, dann gab es wieder Schriftproben und Hodgson hat wieder gesagt, weitere Schriftproben sagt, Blavatsky hat alle von ihnen geschrieben. Andere sagen, es ist extrem schwer, Seite für Seite ursprüngliche Zusammensetzung, angenommene Handschrift und literarischen Stil zu schreiben, ohne Rückschläge auf normale Praxis. Wenn man die Folien nachsucht, Mahatma-Buchstaben, British Library, Zeile für Zeile, dann sagen manche Leute, es finden sich keine Hinweise auf eine gemeinsame Urheberschaft des Kurt Homi, Moria und Blavatsky. Und eine Aussage, die natürlich Sinn macht, ist, die Skripte von Kurt Homi und Moria sind weit weg von explosiven Ausbrüchen von Blavatsky. Ja? Man wusste ja, dass sie eine emotionale Person war und eben, wenn sie selber geschrieben hat, dann ist sie schon manchmal ganz schön übers Ufer geschritten. Also man versucht hier und da zu bohren. Man sagt, die Mahatma-Briefe wurden nicht von Chelas geschrieben. Man sagt, die Autoren Kurt Homi und Moria waren echte und deutliche Menschen. Sind sie ja auch.
Ja? Also man hat auf Blavatsky dann die Schriftsachverständigen gehetzt, kann man sagen, Kalligraphen. Oder also Doktoren, gelehrte Leute und so weiter. Und da hat er ihm gesagt, es gibt so viele Unterschiede da. Andererseits haben sie gesagt, Blavatsky war eine viel zu emotionale Person, die hätte so klar und deutlich gar nicht schreiben können. Also hat es vielleicht ein anderer geschrieben. Ich sage euch gleich, was das einzige Kriterium sein sollte. Was es für mich ist, und für euch sollte es das, oder könnte es sein, wenn ihr wollt. So, dann geht es ja noch weiter, meine Lieben. Es gibt ja Computeranalysen, ja, von Proben, Schriften, also wir sind im Zeitalter der Computer jetzt. Blavatsky, Mahatma, Kotomi und Moria. Und eine Kontrollgruppe, andere Schriften, fast wie doppelblind in der Medizin. Eine Gruppe bekommt einen Impfstoff, die andere nicht, man weiß nicht welche und so weiter. Also bitte, so ähnlich geht das hier. Dann hat man die Ergebnisse der Untersuchung von einem Charles Marshall in einem Papier auf internationaler Modern Language Teacher Institute Conference in Leningrad in 1980 präsentiert und kommt zu der Auffassung, Blavatsky war nicht der Autor direkt der Mahatma-Briefe. Ja? So. Und da kommen die Kritiker natürlich schon immer ein bisschen mehr ins Schleudern. Dann sagen wieder die Kritiker, Takaron, HPB, also Blavatsky, haben Kotomi-Schrift gemacht in Übereinstimmung, um Sinnet umzuwandeln und Hume, um sie für die Sache der indischen kulturellen Erneuerung zu gewinnen. Ja? Warum können sie das nicht ohne aufwendige erfundene Geschichten machen? Über angeblich fiktive himalayische Meister. Außerdem gäbe es sicherlich eine Methode, die weniger Angriffsfläche hat als diese, um die Politik der Inder zu verändern oder das Bewusstsein. Es gibt Briefe, die sich auf Spiritismus beziehen. Hat Blavatsky natürlich gemacht. Es ist wieder Sinnet mit dem Spiel. Dann gibt es Briefe, welche die Organisation betreffen, der britischen theosophischen Gesellschaft. Gibt es ein Phoenix-Projekt. Und man sagt, an diesen ganzen Dingen hätte man nun dran gearbeitet, um das Ganze zu erfinden. Fantasie der Mahatma-Briefe. Ja? Aber selbst die Kritiker sagen, die Buchstaben sind zeitlose Dokumente. Viele Kritiker. Und Schätze spiritueller Lehre, sagen andere Kritiker. Ja, richtig, mag sein, aber das hat man irgendwo kopiert. Also zum Beispiel, was den spirituellen Weg betrifft und die Brüderlichkeit, ja, das wird ja woanders auch gelehrt. Wird woanders auch das gelehrt, was wir in der Geheimlehre finden und jetzt voll offenbart im Buch des Lichts? Ich glaube nicht so in der Weise. Dann sagen die Kritiker, also in Bezug auf die Reisen und Studien im Tibet, das ist sehr zweifelhaft, dass sie dort gewesen sein soll. Und viele in den Meisterbriefen steht also Kritik an Blavatskys Aktionen. Und an Anweisungen an verschiedene Leute über Dinge, die also eigentlich der Blavatsky entgegengesetzt sind. Zum Beispiel haben wir eine Stelle, wo Kotomi Lal Singh dem Synod rät, nicht die Anna Kingsford-Wiederwahl oder ihre Wiederwahl als Präsident der London Lodge zu blockieren. Dagegen war aber in dem Falle Synod und Blavatsky, überlegt mal. So.